Ja, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren und der letzten Woche vom RPG Day 2018. Ja, diese Challenge ist jetzt gleich vorbei. Ich werde noch einmal die letzten paar, ja, Fragen mit euch teilen. Wir haben heute Mittwoch und ja, wir starten. Ich habe überlegt, ob ich noch die Zusatzfragen beantworte. Wie gesagt, wenn ihr die noch einmal sehen wollt, dann könnt ihr die einmal erstmal nachschlagen. Ich werde euch den Link zu dem RPG Day 2018 nochmal reinpacken, wenn da noch ein paar Fragen bei sind, die euch interessieren. Ich kann solche Vlogs natürlich auch komplett unabhängig mal von diesem RPG Day drehen, wenn euch da irgendwas interessiert. Wenn euch irgendwas, ja, irgendeine Frage einfällt zu mir und meiner Rollenspiel, wieder dann beantworte ich die gerne auch nochmal in einem weiteren Vlog. Aber wir wollen uns jetzt erst einmal mit Frage 27 beschäftigen. Share a Great Stream bzw. Actual Play. Also teile ein Rollenspiel-Stream mit uns anderen. Und da möchte ich empfehlen, das Rollenspiel-Re. Natürlich auch Mischka. Mischka mag ich unglaublich gerne. Der tut auch eine ganze Menge für die Community. Der ist unglaublich aktiv. Den möchte ich auch einmal hervorheben. Aber auch eben das Rollenspiel-Re, die aktuell leider ein bisschen inaktiver geworden ist. Aber vor ein paar Jahren war sie sehr aktiv dabei und hatte mit ihren Warhammer 40k-Runden und dann später auch noch die Berge des Wahnsinns, die immer noch laufen, sehr, sehr gute, ja, sehr, sehr guten Content gemacht. Und den möchte ich hier einmal loben. Share whose inspiring gaming excellence you're grateful for. Also wem möchte ich danken? Und das möchte ich genauso beantworten wie der Zu, der Affendämon Zu. Und der sagte, er möchte sich bei jedem bedanken, der eigenen Content produziert. Und genau das möchte ich auch tun. Also jeder, der irgendwie bloggt oder vloggt, der Videos macht, dreht, irgendwie diese Community bereichert, indem er Rezensionen schreibt im Forum oder sich anders eben für uns, für diese Community einsetzt und damit wir dann eben zusammenwachsen weiter, so klein wie wir sind. Da möchte ich mich bei jedem bedanken, der sich daran beteiligt. Share a friendship you have because of RPGs. Ja, das sind eine ganze Menge. Ich bin ja nun so schon seit 2013, also seit über 5 Jahren, bin ich dabei auf der Drachenzwinge, habe dann nach und nach eben immer ein bisschen mehr Verantwortung bekommen und man lernt eben auch viele Leute kennen. Das sind nicht unbedingt alles Freunde, aber viele gute Bekannte. Und ja, also mit dem einen oder anderen verbinde ich dann schon so ein paar Abende im Teamspeak, die ich da gesessen habe. Und ich werde jetzt hier keine Namen nennen, auch keine Nicknamen oder sowas, aber es sind halt schon eine ganze Menge Freunde dabei, mit denen ich dann eben abends im Channel sitze und ja, dann eben mein Hobby übers Internet teile. Und dafür möchte ich dann auch einmal Danke sagen, dass es euch gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass es die Drachenzwinge gibt, die uns hier eben so connectet. Das ist natürlich eben auch dann der Nerdpol. Der ist eben mit seinem Angebot genauso hervorragend und da wachsen natürlich die Freundschaften auch eng aneinander. Ich bin dann eher jemand, der auf der Drachenzwinge im Teamspeak herumhängt. Und ja, wie gesagt, da möchte ich mich dann eben bei all denjenigen bedanken, mit denen ich eine gute Zeit gehabt habe und noch weiter habe. Und ja, da seid ihr, ihr wisst wohl mit am besten, wen ich da meine. Share something you learned about playing your character. Ich habe festgestellt, dass ich sehr wandlungsfähig bin. Zumindest meine ich das über mich selber, dass ich sowohl als Spielleiter sehr schnell von der einen in die andere Rolle schlüpfen könnte. Zumindest ist das meine eigene Empfindung, dass mir das eben gut gelingt und dass ich es auch schaffe, viele verschiedene SC-Charaktere zu darzustellen. Also wenn ich selber mal spielen darf, dass ich eben nicht immer den gleichen Charakter spiele, sondern eben auch mal abweiche von den Konzepten und auch noch mal einen anderen Aspekt herausbringe. Das mag jetzt in den Runden, wo ich mitgespielt habe, mag das immer ein bisschen so wirken, dass ich der Anführer bin, aber ich trete auch sehr, sehr gerne dann davon zurück und lass andere tun und machen und schau dann zu, wie die dann durch das Parkett laufen und versuchen, den Plot zu lösen. Wenn es aber eben einen solchen Führungscharakter nicht gibt, dann versuche ich das eben einfach mal so zu tun und ja, versuche einfach mal den Plot in die richtige Richtung zu drücken.
Share why you take part in RPG a day. Ja, warum habe ich teilgenommen? Warum habe ich mitgemacht? Ich habe im Vorfeld natürlich von Michael Jägers mir die Fragen angesehen und dann über Twitter so ein bisschen, naja, was heißt diskutiert, aber ich habe einfach mal die Frage gestellt, ob ich da mitmachen sollte. Bei Twitter bin ich eigentlich sehr aktiv und da dürft ihr mir auch gerne folgen. Ich mache da jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für. Wer so Lust auf Twitter hat, der darf mir da gerne folgen. Auch da der Link unten in der Beschreibung. Und da hat dann auch Claudine hat er darauf geantwortet, hat selber gesagt, dass sie mitmachen möchte, dass sie es tut. Und naja, einfach um dann diese Community weiter zu stärken. Das ist ja das, was ich in der Frage weiter oben beantwortet habe, um da weiter diese Banden zu knüpfen, um uns miteinander zu ja, verbinden die Blogs, die Vlogs, die YouTuber, die Szene von Twitter, dass wir uns da einfach so ein bisschen besser verstehen, habe ich einfach mal gesagt, ich mache da mit und verlinke dann geben gerne auch andere Leute und Bekannte. Ja, deswegen habe ich mitgemacht. Das waren alle 31 Fragen, verteilt auf 5 Wochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Interesse an weiteren solcher Videos. Falls nicht, dann habt ihr es jetzt geschafft und falls doch, es wird ein neues Jahr geben, vielleicht. Ich muss feststellen, dass es mich dann doch ein bisschen mehr Kraft und Aufwand gekostet hat, dass ich hier nochmal die Fragen aufrufe und dann nach und nach für mich selbst beantworte, dann nochmal die Videos schneide. Ich habe da festgestellt, dass das ganz schön anstrengend ist, aber ich mache das gerne, wie gesagt, auch dann, um ja weiter mit euch in Kontakt zu kommen und abseits von meinen Runden mal ein bisschen mehr aus meinem Rollenspielleben mit euch zu teilen. Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit über die vergangenen 5 Wochen und ich ja, verabschiede mich von euch. Bis dann, ciao.